Hallo zusammen. Heute gibt es das urschwäbische Nationalgericht. Linse mit Spätzle und Seidewürstler. Dass wir heute wieder die Urlinsen verwenden können, verdanken wir einem Züchter auf der Schwäbischen Alb. Er hat die Linsen in einer Saatgutbank in Russland, in St. Petersburg, entdeckt und wieder weitergezüchtet, so dass sie wieder angebaut werden kann und wir in den Genuss von urschwäbischen Linsen kommen. Aber genug der Geschichte. Ich habe jetzt Zwiebel kleingeschnitten und etwas Butterschmalz dazu. Und dann kommt bei mir jetzt Kartenschinken in Würfel und ein Stück Bauch dazu. Das werde ich mit anbraten mit den Zwiebeln, die werden glasig gedünstet. Die Fleischeinlage ist natürlich kein Muss, das kann jeder so machen, wie er will. Ich mache das etwas kräftiger und deswegen wird mit Rauchfleisch und sehr, sehr selten auch mit einem gerauchten Bauch gearbeitet. Das mache ich jetzt nur hierfür. Dieses kleine Filmchen. Die Linsen dazugeben und dann natürlich einen guten, kräftigen Schluck Rotwein dazu und dann wird das alles gekocht und dann kann noch, da ja das alles noch etwas Feuchtigkeit aufnimmt, Wasser bzw. Gemüsebrühe dazugegeben werden. Das wird jetzt gekocht und die Kochzeit richtet sich nach den Linsen und dazu könnt ihr dann natürlich nehmen alles, was an Linsen im Laden rumläuft. Das ist egal, aber die einen oder anderen sollte man vielleicht einweichen, dann verkürzt sich auch die Kochzeit. Ich habe jetzt gut eine halbe, dreiviertel Stunde das Ganze gekocht, das Rauchfleisch raus und damit die Sache etwas gebunden wird, sämiger wird, habe ich noch eine rohe Kartoffel eingerieben. Natürlich nicht die ganze Kartoffel, je nach Menge. Und das bindet dann die Linsen ab und dann wird das schön sämig, so wie es sein soll. Während der Kochzeit habe ich dann den Spatzenteig vorbereitet und dazu kommen nur Eier, Mehl und Salz. Sonst überhaupt nichts. Kein Wasser, kein Mineralwasser, nur Eier, Mehl und Salz. Und Mehl so viel, wie die Eier aufnehmen, das kommt ja auf die Größe dran. Und der Teig muss richtig sämig sein und gut schlagen. Der muss ganz glatt sein und natürlich auch blasenschlagend. Wenn ihr den lange genug bearbeitet, werdet ihr merken, dass das gar nicht so einfach ist. Auf jeden Fall richtig die ganze Wut auslassen und den Spatzenteig schlagen. Er kann zwar nichts dafür, aber es tut ihm gut. Und wie ihr seht, richtig gut bearbeiten. Die Linsen habe ich dann in einen anderen Topf umgebettet. Im Hintergrund seht ihr warm gehalten Linse, dann Bauch dazu und dann die Wienerler bzw. die Seidewürstler. Ja, und jetzt werden die Spätzle geschabt. Und geschabte Spätzle ist für jede schwäbische Hausfrau das Highlight in der Küche, möchte ich fast sagen. Da gibt es extra ein Spatzenbrett, das vorne etwas abgeflacht. Und es wird dann ins Wasser getaucht, damit es feucht wird, den Teig darauf gegeben und flach arbeiten mit dem feuchten Messer. Das kommt immer wieder ins Wasser und dann wird einfach drauf losgeschabt. Mit etwas Übung klappt das wunderbar. Ich mache das eigentlich auch fast nie. Das ist mir wirklich zu viel Arbeit. Ich bin ja auch keine schwäbische Hausfrau. Ich komme aus dem Allgäu. Ich darf das. Aber ich kann es trotzdem. Und für meine Kässpätzle brauche ich ja dann auch Knöpfle.
und keine geschabte Spätzle. Ja, also wie gesagt, immer schön einreiben, einschaben ins kochende Wasser. Und es ist natürlich ein Gerücht, dass die Spatzen fertig sind, sobald sie oben schwimmen. Sie sollten schon etwas köcheln, damit sie auch richtig schön fest werden. In der Wirtschaft bekommt man meistens so richtige wässrige Spatzen. Und das ist ein Graus. In diese Wirtschaft gehe ich auf jeden Fall sehr selten zum Essen, weil Spatzer, die gehören richtig gemacht. Und gute Spätzle ist ja gute Wirtschaft. Ja, und mit meiner Linse, mit Spätzle und Seidewürstle bin ich am Ende. Hab alles gezeigt, was dazugehört. Und so schaut's dann aus. Ja, dann gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept wie immer unten in der Info und auch den Hinweis für die original schwäbischen Linsen und einige andere feine Spatzengerichte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.